Meine Intuition hatte mich schon richtig geleitet, Schopenhauer zu vermeiden. Vielleicht hätte ich mir 40 Jahre des Umwegs erspart. Aber es macht einen Unterschied, selbst an etwa den gleichen Punkt durch eigenes Denken gekommen zu sein, als es sich durch Erlesen einfacher gemacht zu haben. Geht folgendermaßen, es liest Herbert Schäfer. Die Welt ist meine Vorstellung. Dies ist eine Wahrheit, welche in Beziehung auf jedes lebende und erkennende Wesen gilt. Wiewohl der Mensch allein sie in das reflektierte, abstrakte Bewusstsein bringen kann. Und tut er dies wirklich, so ist die philosophische Besonnenheit bei ihm eingetreten. Es wird ihm dann deutlich und gewiss, dass er keine Sonne kennt und keine Erde, sondern immer nur ein Auge, das eine Sonne sieht, eine Hand, die eine Erde fühlt, dass die Welt, welche ihn umgibt, nur als Vorstellung da ist, das heißt durchweg nur in Beziehung auf ein anderes, das Vorstellende, welches er selbst ist. Wenn irgendeine Wahrheit a priori ausgesprochen werden kann, so ist es diese. Denn sie ist die Aussage derjenigen Form aller möglichen und erdenklichen Erfahrung, welche allgemeiner als alle anderen, als Zeit, Raum und Kausalität ist. Denn alle diese setzen jene eben schon voraus. Und wenn jede dieser Formen, welche alle wir als so viele besondere Gestaltungen des Satzes vom Grunde erkannt haben, nur für eine besondere Klasse von Vorstellungen gilt, so ist dagegen das Zerfallen in Objekt und Subjekt die gemeinsame Form aller jener Klassen, ist diejenige Form, unter welcher allein irgendeine Vorstellung, welcher Art sie auch sei, abstrakt oder intuitiv, rein oder empirisch, nur überhaupt möglich und denkbar ist. Keine Wahrheit ist also gewisser, von allen anderen unabhängiger und eines Beweises weniger bedürftig als diese, dass alles, was für die Erkenntnis da ist, also diese ganze Welt, nur Objekt in Beziehung auf das Subjekt ist, Anschauung des Anschauenden, mit einem Wort Vorstellung. Sie hören Passage 2. Wir sprechen über die Philosophie Arthur Schopenhauers zusammen mit Rüdiger Safranski. Und das war der Anfang des Hauptwerks von Arthur Schopenhauer, Die Welt als Wille und Vorstellung.